So, das juristische Vorwort zum Vorwort. Das ist natürlich keine Rechtsberatung oder irgendwie sowas in die Richtung. Ihr dürft euch also nicht darauf verlassen, was ich hier erzähle. Bin ja kein Jurist und selbst wenn ich einer wäre, wäre das Thema halt immer noch ein bisschen schwierig einzugrenzen. Aber ganz grob, worum es geht, ist ein Grill, der keine Flammen erzeugt und dementsprechend vermutlich, ja, zumindest könnte man damit durchkommen. Es ist eine Grauzone. Es muss nicht klappen. Vermutlich nicht als offenes Feuer zählt und damit im Wald so verwendet werden darf, so Grillen nicht ausdrücklich durch die momentane Gesetzeslage verboten ist. Das ist zum Beispiel in Niedersachsen der Fall. Ne? Also, Grauzone, nicht 100%, selbstverständlich darf ich mit dem Ding im Wald grillen. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Anwendung also auf eigenes Risiko. Und selbstverständlich, nur weil man es darf oder weil es nicht verboten ist, heißt das noch lange nicht, dass man mit dem Ding unbedingt Unsinn anstellen soll. Und das heißt, bei großer Waldbrandgefahr selbstverständlich nicht im Wald grillen. Scheißegal mit was, ja, außer mit kalten Steinen. Wer damit grillen kann, der darf es tun. Hallo und herzlich willkommen im ja, Garten, Vorgarten, unser Grillplatz. Ja, irgendwie so. Ne? Wir haben hier auch eine reguläre Feuerstelle, weiß nicht, sieht man die da hinten im Bild ansatzweise, ist auch egal. Aber ich hocke hier, weil A habe ich Hunger und B habe ich das hier. Und da muss man dazu sagen, es hat ein Rewe neu eröffnet. Der war wohl ein bisschen alt, musste renovierungsbedürftig und jetzt hat er wieder aufgemacht. So, und da bin ich Supermarkt-Tourismus technisch gleich natürlich reingerannt, weil ich mag irgendwie Supermärkte, gucke mir die gerne an. Seltsame Hobbys. Ja. und habe im Eingangsbereich dieses Ding hier entdeckt. Und da dachte ich mir, das muss ich haben, nicht weil ich unbedingt so gerne Einweggrill grille, sondern weil Folgendes da drauf steht: Grillbereit ohne Flammen. Ah, das ist der Knackpunkt. Das ist wirklich der große, große Knackpunkt ohne Flammen. Weil, da müssen wir jetzt ein kleines bisschen juristisch drei, vier Sätze zu sagen und. So, und damit kürze ich den Ben vor Ort ein bisschen ab, weil der hat ja echt viel zu lange gequasselt. Und quatsche hier nochmal drüber mit entsprechendem Gesetzestext. Denn dieser Grill ist vor allen Dingen juristisch interessant, weil er halt eben unter Umständen kein Feuer oder offenes Licht darstellt, weil der leuchtet nicht nennenswert. Und Feuer bedeutet Flamme und das hat er auch nicht. Und damit ist hier Paragraph 41 Satz 1, Absatz 1, Punkt 1. Außerhalb einer eingerichteten und gekennzeichneten Feuerstelle ein Feuer anzünden oder unterhält oder offenes Licht gebraucht, der ist böse, der das tut, und das tun wir hier ja nicht. Und das ist der Knackpunkt. Ja, und damit ist zum Beispiel in Baden-Württemberg dieser Grill eben in einer rechtlichen Grauzone. Was wir dabei aber beachten müssen, wir müssen den Grill ja zumindest mal anzünden. Das werden wir auch nicht daheim machen und damit dann durch den halben Wald rennen, sondern das machen wir natürlich vor Ort. So, und um das Ding anzuzünden, benötigen wir ja dann doch halt mal eben eine Flamme oder ein offenes Licht, je nachdem. Und dazu sind hier die beiden letzten Sätze, nämlich 3 und 4, interessant, dass man nämlich erstens vom 1. März bis 31. Oktober nicht rauchen darf, aber ja zwischen 1. No sagen wir mal 1. November bis Ende Februar darf man schon rauchen und in der Zeit darf man dann, um zu rauchen, logischerweise auch ein Streichholz oder ein Feuerzeug oder was man halt sonst so braucht, um eine Zigarette anzuzünden, benutzen, um damit besagtes Ding anzuzünden. Das heißt, in der Zeit darf man prinzipiell ein Streichholz und ein Feuerzeug mal eben kurz benutzen, wie das für das Anzünden einer Zigarette nötig ist. Das heißt, es wäre auch nicht verboten, explizit ein solches Gerät zu verwenden, um unseren Grill mal eben schnell zu entzünden. Und das bedeutet, zumindest in den Wintermonaten darf man diesen Grill in Baden-Württemberg legal entzünden und legal verwenden, weil das Ding eben meiner offensichtlichen Meinung nach tatsächlich weder Feuer noch offenes Licht ist. Ja. Und das ist also damit tatsächlich eine nette Grauzone. Wie lange die noch bestehen wird, ist eine andere Frage. Am Forstgesetz soll sich ja bald was ändern. Aber noch ist das eine Grauzone, die das legale Grillen, da habe ich übrigens schon eine Idee für die Weihnachtsfeier dieses Jahr möglicherweise, egal, im Walde so gestattet. Ja?
Das muss nicht in jedem Bundesland so sein. Gucken wir mal alternativ nach Niedersachsen. Ja, und hier ist es zum Beispiel so, dass wir in Waldmoorenheide für den 1. März bis 31. Oktober weder Feuer anzünden noch rauchen dürfen. So, jetzt zünden wir ja aber gar kein Feuer an, wenn wir den Grill betreiben. Von daher wäre das jetzt soweit noch in Ordnung, das was zumindest in den Wintermonaten machen. Und dann klappt das. Aber da gibt es ja dummerweise noch eben Satz 2, der da besagt, das Grillen ist nur auf Grillplätzen gestattet. So, und damit hat sich das erledigt, weil das Betreiben eines Grills ist offensichtlich ein Grillen. Allerdings muss man jetzt dazu sagen, wenn ihr euch jetzt euer persönliches Landeswaldgesetz für euer Bundesland oder das Bundesland, in dem ihr Urlaub machen wollt oder was auch immer raussucht, dann werdet ihr feststellen, dass in den allermeisten Landeswaldgesetzen das Grillen nicht explizit einzeln erwähnt wird. Niedersachsen ist da ein bisschen eine Ausnahme. Jetzt bin ich mir nicht sicher, ob das jetzt für jedes Bundesland gilt, bestimmt nicht. Aber die allermeisten Bundesländer haben keinen extra Grillpassus drin, sondern da sieht das ungefähr so aus wie bei Baden-Württemberg. Gucken wir uns zum Beispiel noch einfach spaßeshalber der Freude halber noch zwei weitere Sachen an, nämlich Bayern. Bayern hat da relativ langen Text. Da können wir entnehmen, bei 1.1, also Paragraph Artikel 17 Feuergefahr insgesamt hier, ne, eine offene Feuerstätte errichten oder betreiben darfst du nicht, wenn du es halt nicht darfst, ne, und unverwahrtes Feuer anzünden oder betreiben darfst du schon recht, erst recht nicht, wenn du es nicht darfst. Jetzt kann man sich kloppen, ob ein Grill eine offene Feuerstätte ist. Wenn er halt keine Flamme hat, ist er ja eigentlich kein Feuer. Daher würde ich sagen, ist man da noch safe. Allerdings, bei Absatz 2 hier in einem Wald oder in einer Entfernung von weniger als 100 Meter davon dürfen nicht offenes Licht angezündet oder verwendet werden. Das heißt, das, was du zum Anzünden des Grills brauchst, darfst du im Grunde schon mal nicht verwenden. Du darfst aber außerhalb von 1. März bis 31. Oktober offensichtlich rauchen, weil es nach Absatz 3 nur in der Zeit von 1. März bis 31. Oktober eben verboten ist. Und da du zum Rauchen ja bekanntermaßen die Zigarette irgendwie anzünden musst, es sei denn, du zündest die außerhalb des Waldes an und rennst dann mit der glimmenden Zigarette rein und nur das darfst du und du darfst dir sie im Grunde im Wald nicht anzünden und das wäre völliger Mumpitz, gehe ich davon aus, dass auch hier eben die Grauzone zur Verwendung unseres Grills beispielsweise funktionieren würde. Man könnte es zumindest mal darauf ankommen lassen und es dann den freundlichen bayerischen Forstbehörden, die sind immer sehr freundlich zu mir gewesen, tatsächlich, also das war jetzt keine Ironie, was das aus Versehen so geklungen haben sollte. Dann eben ja mit denen diskutieren, inwiefern jetzt dieser Grill gefährlich ist oder nicht. Und gefährlich ist er ja tatsächlich nicht, wenn man da jetzt nicht absichtlich dagegen kickt oder so, wie wir dann gleich noch sehen werden. Ah ja, hier sind wir wieder beim Ben vor Ort, der erzählt da jetzt nur ganz viel Hintergrundgeblubber, was jetzt tatsächlich nicht so viel zur Sache tut, wenn wir dieses Video einigermaßen kurz halten wollen. Noch ein letztes Beispiel vielleicht. Ein letzter Gesetzestext, nehmen wir doch spaßeshalber einfach mal Sachsen-Anhalt. Sachsen-Anhalt ist ein forstlich relativ liberales Bundesland und das, was hier jetzt nicht drin steht im Paragraph 29, ist, dass wir bei generellen Rechten für Waldbetretende das Anlegen einer Feuerstelle darfst du halt nur, wenn du dazu entsprechend berechtigt bist. Das heißt, wir dürfen hier, auch wenn dieser Paragraph jetzt vielleicht so klingt, als könnte man sogar ein Feuer machen, solange keine Waldbrandgefahrenstufe herrscht, sprich nur 1 und nicht 2 bis 5, könnte man ein Feuer machen, ist aber tatsächlich nicht so, weil du darfst keine Feuerstelle anlegen. Was aber geht, ist eben wieder das Verwenden unseres Grills, weil er eben kein offenes Feuer in dem Sinne darstellt, weil er keine Flamme hat und solange du ihn nicht wegwirfst, brennende oder glimmende Gegenstände wegwerfen, sondern immer schön brav bei ihm bleibst, bis er halt kein brennender oder glimmender Gegenstand mehr ist, sprich das Ding wieder ausgegangen ist und auch nicht mehr allzu warm ist, sollte der außerhalb einer Waldbrandgefährdung, also sprich bei Waldbrandgefahrenstufe 1 bzw. 0, theoretisch gilt im Winter 0, weil da gibt es keine Waldbrandgefahrenstufe, dürfte der Grill auch in Sachsen-Anhalt dementsprechend verwendbar sein. Ne? Also sich in der, wie gesagt, üblichen rechtlichen Grauzone befinden. So, genug juristische Beispiele. Jetzt gucken wir uns diesen Grill mal genauer an. Versucht die Packung nicht allzu sehr kaputt zu machen, damit wir dann auch noch lesen können, was da drauf steht. Das ist komplett aus Ökomaterialien hergestellt, bewirbt der Hersteller. Und abgesehen von dieser Umverpackung, die ich gerade aufgerissen habe, die hat eine Plastikbeschichtung, damit der Grill im Inneren halt trocken bleibt, wenn er mal irgendwie feucht werden sollte oder sonst irgendwie.
So, man soll ihn übrigens erst dann aufmachen, wenn man auch vorhat, ihn zu verwenden. So, und jetzt gibt es hier eine schöne Gebrauchsanweisung, wie man das Ding zusammenbauen soll. Und da ich das auch noch gar nicht weiß, könnte das einen Moment dauern, weil ich bin ja bekanntermaßen, wie eben schon erwähnt, in manchen Dingen strunzdoof. Zum Beispiel Handwerk. So, also ich mache hier mal diese Bändelchen schon mal ab. Also alles Karton oder Bambus oder anderes Naturmaterial. So, hier ist die Anleitung für Doofe. Aha, also es gibt einen Rost, check. Es gibt Bambusholzkohle, check. Das sind hier die schwarzen. Drumrum ist irgendwelches Vulkangestein, das dürfte Bimstein sein, mehr oder weniger. Und jetzt gibt es hier so Füße, 4 Stück. Okay. Jetzt soll ich... Was soll ich denn jetzt? Ah, ich soll die Füße ineinander stecken. Ja, da ich da, was das angeht, wirklich ein Trottel bin, machen wir das jetzt auf Kamera, damit es nicht allzu peinlich wird. So, tada! Ja, jetzt kann man sich kurz fragen, Moment mal, das ist ein Kartongrill, wie zum Geier soll das funktionieren? Da habe ich mal versucht, auf der Website vom Hersteller irgendwie was Näheres zu rauszufinden, wie sie sich das genau vorstellen. Das verraten sie natürlich nicht. Bei ein paar Händlern von den Dingern habe ich aber herausgefunden, dass man die wohl teilbar sogar seitlich anfassen kann und sogar in der Hand halten könnte, während man grillt, weil die Isolierung nach außen so gut ist. So, warum ist die Isolierung von nach außen so gut? Weil wir hier dieses weißliche Zeug da haben. Das sieht ein bisschen aus wie Kazan Ultra Klumpstreu. Ist es wahrscheinlich auch. Nein, das ist Bimstein. Bimstein hat ja, ist ja mikroporös und hat eine unfassbar hohe Oberfläche im Verhältnis zum Volumen. Und diese unfassbar hohe Oberfläche im Verhältnis vom Volumen sorgt dafür, dass da innen drin im Bimstein jede Menge isolierende Luft ist und die Oberfläche sich erstmal aufheizen muss. Und das dauert eine Weile. Das heißt, Bimstein ist tatsächlich ein Bimsteingranulat, ein hervorragender Isolator, der hier tatsächlich dafür sorgen dürfte, dass uns der Karton nicht anfängt zu brennen hier drumherum und eben durch dieses Bimsteinbett ja, die Temperatur wirklich bloß nach oben steigt und nach oben halt dann unser Grillgut auf unserem Rost liegt. So, jetzt kann man sich natürlich fragen, ja, Moment mal, aber die Grillstangen hier, die sind ja auch aus Holz, ne? Und dann muss man natürlich dazu sagen, nein, das ist kein Holz, das ist selbstverständlich Bambus. Da macht jetzt der Hersteller jede Menge Werbung damit, dass das ja furchtbar nachhaltig wäre, weil Bambus ja auch so schnell wächst und so weiter und so fort. Und ja, der Ben vor Ort ist übrigens nicht multitaskingfähig und kann nicht seinen Grill zusammenbauen und gleichzeitig über die Nachhaltigkeit von Bambus schwadronieren, jedenfalls nicht, ohne dass das unglaublich langsam passiert. Daher dachte ich mir, ich beschleunige das mal ein bisschen durch einen Kommentar aus dem Off. So, Bambus ist wie jedes Biomaterial insbesondere dann super nachhaltig, wenn es da verwendet wird, wo man es auch anbauen kann. So, jetzt kann man großen Bambus, der hier vermutlich auch kleingeschliffen wurde, in Europa nur sehr schwierig anbauen. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob sie hier nicht doch auch europäischen verwendet haben. Da konnte ich leider nichts zu finden. Das Problem ist, wenn du Bambus verwendest und du hast ihn vorher per Schiff aus China importiert, dann ist er gar nicht mal mehr so super nachhaltig. Da wäre von der Ökobilanz her tatsächlich heimisches Holz, meinetwegen Buchenholz, nochmal einen Ticken besser. Deswegen bleibt Bambus aber trotzdem sehr gut, wenn auch nicht ganz so gut wie eben relativ schnell wachsendes einheimisches Holz, ne? Also 100% super, ultra, mega nachhaltig sind solche Bambusprodukte, wie gesagt, nicht unbedingt, aber sie sind gut. Sie sind allerdings nicht das Beste, was es so gibt. So, und was der Ben vor Ort dann ansonsten auch noch gleich referiert, nachdem er herausgefunden hat, dass sein Grillrost noch nicht so richtig gut sitzt und er nochmal die Gebrauchsanweisung lesen muss. Warum funktioniert das? Warum brennt der Bambus nicht einfach durch? Naja, Bambus ist ja kein Holz, sondern ein Gras, also keine wirkliche Lignocellulose, also nicht eine Mischung aus Zellulose und Lignin, sondern eine Mischung aus Zellulose und Kieselsäure, SiO2. Also im Prinzip, wenn man so möchte, geschmolzenes
Siliziumwässerchen, also eine ganz dünne Form von Lava, wenn man so möchte, und die halt natürlich in kalt, beziehungsweise ohne, dass sie jetzt geschmolzen auftritt, die hier verarbeitet worden ist. Soll heißen, Bambus lagert Mineralien in einem derartigen Ausmaß zwischen seine Zellulosefasern ein, dass er deutlich resistenter gegen Hitze ist, als das bei Holz tatsächlich der Fall ist. Bambusfeld hat einen viel höheren Flammpunkt und brennt auch nicht gut, wenn man es mal geschafft hat, ihn anzuzünden, also vergleichsweise schlecht. Ja, dafür, wenn man es mal geschafft hat, ihn anzuzünden, glüht er sehr, sehr lange. Deswegen wird hier auch Bambusholzkohle verwendet. Die herzustellen ist tatsächlich ein Patent. Keine Ahnung, wie sie das gemacht haben, dass die so gut funktioniert. Da habe ich also wirklich große Hochachtung davor. Dieser Grill ist schon sehr, sehr, sehr innovativ. Der ist teuer, ja, das muss man dazu sagen. Der kostet 10 € für einen scheiß Einweggrill. Ist das schon erstmal viel Geld. Ne? Andere Einweggrills kriegst du ab 3 €, 4 € von mir aus. Und nur weil das Ding umweltfreundlich ist, da gleich 10 € für auszugeben, kann man natürlich machen. Wäre natürlich auch sehr löblich, wer das tut. Aber ja, das muss man sich schon überlegen, ob man sich das leisten kann. Das kann sicherlich nicht jeder. Aber dann kommt natürlich noch der Aspekt dazu, dass man damit auch mitten im Wald grillen könnte und nicht nur könnte, sondern auch kann. Und das macht ihn dann meiner Meinung nach wieder zu einem tollen Produkt. Aber jetzt nur für daheim. Das habe ich jetzt hier aus Testgründen gemacht. Und ich habe nebendran auch eine Feuerstelle. Ich hätte genauso gut die nehmen können. Da werden wir den sicherlich nicht allzu häufig verwenden. Oder nochmal so einen kaufen, um ihn daheim zu verwenden, wenn dann eben für den Waldeinsatz. Ja, aber das nur mal so ein bisschen zu den technischen Spezifikationen, warum das überhaupt funktioniert, dass die Bambusstäbe da nicht durchbrennen und warum die Hitzeisolation aus Bimsstein funktioniert, das hat der Ben vor Ort ja schon erklärt. Das heißt, der ganze Grill ist quasi biologisch abbaubar. Bimsstein kannst du einfach irgendwo in die Landschaft schmeißen, da passiert überhaupt nichts. Da kannst du wirklich beim besten Willen nichts mit kaputt machen. Völlig unmöglich. Die Bambusholzkohle, die ist auch völlig harmlos, wenn insbesondere wenn sie abgebrannt ist, kannst du die auch irgendwo in die Landschaft kippen, da kann auch nichts passieren, vorausgesetzt, sie ist kalt, also richtig, richtig kalt und richtig, richtig abgebrannt. Da bleibt einfach nur Asche übrig. Und das gilt für jeden anderen Bestandteil von diesem Grill auch, dass die wirklich völlig harmlos sind, wenn sie irgendwo in die Natur gelangen. Die Pappe schmeißt du natürlich in die grüne Tonne oder Altpapiersammlung oder was auch immer in deinem Bundesland natürlich zu finden ist. Aber ja, also wirklich ein totaler Öko-Grill, das muss man schon zugeben, der ist tippitoppi. Auch die kleine Menge an Holzkohle, das ist ja nicht viel, was da drin liegt, sorgt dafür, dass der CO2-Fußabdruck von diesem Grill beim Grillen relativ gering ist, weil da kann man doch erstaunlich lange mit grillen. Und dabei eben aufgrund der geringen Holzkohlemenge nur vergleichsweise wenig CO2 abgeben. Also durch und durch wirklich so der nachhaltigste Einweggrill, den ich je gesehen habe. Es bleibt natürlich ein Einweggrill. Wer lieber einen Mehrweggrill verwendet, das ist auf jeden Fall auch nicht verkehrt. Auf keinen Fall. So. So viel an dieser Stelle, dann gucken wir uns das Ding mal in Gebrauch an. Also da soll irgendwas drauf sein auf dieser Kohle, was dazu führt, ne, dass die angeblich sehr schnell und einfach zu entzünden wäre. Aber für uns, also juristisch gesehen, ist es ja Schnurz. Ob wir jetzt kurzen Feuerzeug oder kurzen Streichholz verwenden, solange wir uns juristisch gesehen ungefähr im Anzündaufwand einer schwer zu zündenden Zigarette bewegen. Oh, war das jetzt schon? Klang fast so. Tatsächlich. So theoretisch sollte sich jetzt hier dieser Funke ausbreiten. Ja, an dieser Stelle noch ein kurzer Einwurf aus der Juraabteilung. Ihr habt gerade gesehen, es gibt eine kleine Flammenreaktion beim Entzünden von ja, zwei Kohleringen im Grunde. Die Menge dieser Flamme, die Größe dieser Flamme würde ich aber als so klein einschätzen, dass sie in etwa einer großen Feuerzeugzündflamme entspricht. Und da man seine Zigarette ja auch mit einer großen Feuerzeugzündflamme anzünden kann und beim Entzünden einer Zigarette oder einer Zigarre oder einer Pfeife ja vielleicht auch mal eine ähnlich große Flamme entstehen kann, so würde zumindest ich schwer davon ausgehen, dass dieses mini kurze Anzündflämmchen, wirklich dieses kleine Ding,
da jetzt nicht ausreicht, um jetzt hier gleich das offene Feuer heraufzubeschwören. Ja, so sehe das zumindest jetzt ich. Wie gesagt, es gibt dafür keinerlei juristische Quelle, die einen dann her darüber aufklärt, ab wann es denn jetzt nun offenes Feuer ist und wann nur eine Zündflamme wie zum Entzünden einer Zigarette. Aber wenn man da ganz vorsichtig ist und wirklich guckt, dass man das langsam und gleichmäßig anzündet und hofft, dass da einfach kein größeres Flämmchen entsteht als die zwei, die wir gerade gesehen haben, ist es für mich nach wie vor eben die juristische Grauzone, in der wir uns da befinden. Ne? Aber Anwendung dieser juristischen Grauzone in jedem Fall auf eigenes Risiko. Ihr werdet niemanden finden, der euch das hundertprozentig bestätigen kann. Das gibt einfach die Rechtslage nicht her. Letzten Endes, wenn ihr verklagt werdet und ihr geht vor Gericht, dann wird irgendein Richter das mal einmal pro Einzelfall sozusagen entscheiden. Und dann haben wir zumindest mal irgendeine Rechtsprechung zum Thema, ob so ein Grill jetzt nun Feuer ist oder nicht. Da die allermeisten Förster, die einen im Walde erwischen, auf sowas aber keinen Bock haben. Und ja auch sehen werden, dass der Grill vollkommen harmlos ist und man damit die Umgebung nicht anzünden kann. Ihr könnt dann alternativ den Grill auch mal kurz hochheben, um zu zeigen, wie wenig heiß der eigentlich macht in die Umgebung. Mal abgesehen von nach oben natürlich, mit dem Grill gut. Also ich bin da ziemlich sicher, dass das in Ordnung sein würde. Selbstverständlich nicht, wenn man besoffen vorm Grill hockt und mit 28 gröhlenden Freunden und überall die leeren Bierflaschen rumliegen und so weiter und so fort, sondern wirklich vernünftig, in einem freundlichen Ton, mit freundlichen Leuten und alle wirklich darauf bedacht, darauf aufzupassen, dass hier nichts schief gehen kann, dann sehe ich da keine großen Probleme. Ne? Also vorausgesetzt schon wirklich, der Ton macht die Musik, man benimmt sich beim Verwenden von so einem Grill. Und wenn das dann alles quasi durchgeflammt ist, sollte sich jetzt von Kohle zu Kohle eigentlich ausbreiten. Bin gespannt. Rauchen tut schon mal. Aber eine Flamme habe ich keine gesehen. Und das ist jetzt eben der Knackpunkt. Wenn das funktioniert, ohne dass es hier eine Flamme gibt, dann hätten wir eben kein offenes Feuer, sondern wohl einen hitzeabgebenden Prozess, einen Verkohlungsprozess, aber eben ohne offene Flamme. Und ja, was ich jetzt auf jeden Fall noch wissen möchte, neben ob der grillt, das ist ja schon auch ganz spannend, aber kann ich mir denn jetzt hier ein Wasser heiß machen? Und das stelle ich am besten schon mal drauf, weil das geht wohl möglich ein bisschen lange. Soll wohl irgendwie 300-400 Grad heiß werden. Das sollte eigentlich normalerweise ja problemlos reichen, um sich auch ein Wasser heiß zu machen. Das sind jetzt circa 400 Milliliter. Ich brauche jetzt kein heißes Wasser, mir geht es nur darum, das auszuprobieren. Und aber tatsächlich zündet der komplett durch. Ja, das hätte ich jetzt schon, das überrascht mich jetzt schon mal positiv. So, und ob das tatsächlich zum Kochen zu bringen ist, ist jetzt halt natürlich spannend. Ja, vielleicht an der Stelle hier, während das hier vor sich hin brutzelt, noch ein paar Worte zur Nachhaltigkeit mit dem nachhaltigen Einweggrill. Also ein Einweggrill ist natürlich nicht nachhaltig, aber wenn schon Einweggrill, dann bitte wenigstens einen, der vollständig recycelbar ist. Von daher ist es halt so nachhaltig, wie ein Einweggrill halt nachhaltig sein kann. Meine Wurst pfeift. Ich glaube, da können wir alle mit leben. Zweiter Punkt zum Thema Nachhaltigkeit. Alles, was hier auf dem Grill rumliegt, außer mein Topf und das Wasser auch nicht, sind gerettete Lebensmittel. Vielleicht sagt euch Foodsharing was. Bei Foodsharing wird ja Zeugs gerettet, quasi, das sonst im Müll landen würde, von sogenannten Foodsavern. Das sind also so die Mitarbeiter von Foodsharing International, keine Ahnung, das ist irgendeine internationale Organisation. Wie die sich genau nennen, wie da jetzt genau der juristische Terminus für diese Organisation ist, das kann ich euch nicht sagen. Aber die haben eben speziell geschulte Mitarbeiter auf freiwilliger Basis. Das ist ein Ehrenamt im Grunde, wenn man da mitarbeitet. Und also zumindest in Deutschland würde man es dann Ehrenamt nennen. Wie man es in anderen Ländern nennt, weiß ich nicht, keine Ahnung. Und ja, die gehen da quasi zum Supermarkt für eben Foodsharing, sind wie gesagt speziell ausgebildet, haben alle möglichen Hygieneregeln gelernt, verpacken das dann nochmal schön, wissen genau, was sie jetzt mitnehmen dürfen und was nicht. Haben da also eine Zusammenarbeit mit den jeweiligen Supermärkten, die eben auch keinen Spaß dran haben, ihre Nahrungsmittel, die mit dem Verfallsdatum technisch halt einfach übers Verfallsdatum drüber sind. Mindesthaltbarkeitsdatum, so rum. Die haben ja auch keine Lust, das einfach in die Tonne zu klopfen. Und viele Supermärkte freuen sich auch, wenn es da noch irgendeine nachhaltige Lösung gibt, um diese Lebensmittel eben noch verwerten zu können. Und da kommt eben Foodsharing ins Spiel, die dann die Nahrungsmittel eben einsammeln, auch noch mal ein bisschen sortieren. Normalerweise ist das für einen Supermarkt allein schon zu teuer, wenn du zum Beispiel einen ganz großen Sack Kartoffeln hast.
Ja, und in diesen Sack Kartoffeln sind 3 offensichtlich Kartoffeln, die nicht mehr gut sind. Jetzt kannst du den Sack Kartoffeln mit den 3 offensichtlich nicht mehr guten Kartoffeln natürlich nicht verkaufen, beziehungsweise du kannst es versuchen, der bleibt aber ewig lang in der Auslage liegen, weil der Kunde, der sich seine Kartoffeln vorher anguckt, ja sieht, okay, da sind 3 schlechte drin, dann nehme ich doch lieber den Sack, wo keine 3 schlechten drin sind, und dann bleiben die halt liegen. So, und jetzt gehen halt die Food-Sharing-Leute hin und nehmen einfach die 3, wenn das dann weg ist vom Verkauf, ja, also quasi abgeschrieben und im Grunde juristisch gesehen jetzt Abfall, der allerdings noch dem Supermarkt gehört, darf man auch nicht vergessen, ne? Aber die gehen dann halt hin, machen den Sack auf, nehmen die 3 schlechten Kartoffeln raus, packen die guten Kartoffeln in einen anderen Sack. So, und den Sack stellen mit nur noch guten Kartoffeln jetzt, aber halt war mal ein angebrochener Sack, kannst du so nicht mehr verhökern, stellen sie in einen sogenannten Verteiler. Ein Verteiler ist irgendein Schrank, den es irgendwo gibt. Gibt es in großen Städten mehrere, gibt es in kleinen Städten halt manchmal gar nicht, leider. Das ist halt nun mal noch so. Könnt ihr euch mal engagieren, wenn ihr Lust habt und auch so ein Ding aufmachen wollt. Das geht. Man muss halt nur entsprechend wirklich auch Engagement zeigen und jemanden haben, der es macht und jemanden haben, der da auch die Motivation dazu hat, das am Laufen zu halten und so weiter. Das ist ja wie bei allen Ehrenamt-Sachen so. Wenn du Leute hast, die sich drum kümmern, dann geht's. Wenn du keine Leute hast, die sich drum kümmern, dann geht's halt eben nicht, bekanntermaßen. Ja, und dann landet das, wie gesagt, eben in besagtem Verteiler. Und dann kann jeder, der möchte, der eben sich beteiligen möchte, Lebensmittel aufzuessen, bevor sie dann wirklich gar nicht mehr genießbar sind, die schon in einem nicht mehr ganz frischen Zustand halt eben sind und so nicht mehr verhökert werden können, der kann zu so einem Verteiler laufen, sich bei dem Verteiler da rausnehmen, was er haben möchte. Wenn es leer ist, ist super. Sofern man es verbrauchen kann. Es ist natürlich nicht der Sinn der Veranstaltung, sich jetzt den Verteiler leer zu räumen, dann daheim festzustellen, auch so viel kann ich ja gar nicht essen, und es dann doch noch in die Mülltonne zu werfen. Also schon nur so viel nehmen, wie auch verbraucht werden kann. Deswegen muss man da schon ein bisschen mit den Mengen irgendwie ein bisschen gucken. So, aber jedenfalls kommt man auf diesem Wege hervorragend an noch essbare, ich sage es absichtlich nicht frische, aber noch essbare Lebensmittel, zum Teil wirklich noch tipptopp in Ordnung, zumindest aus meiner Sicht, wenn auch nicht juristisch. Und nicht, wenn man ja im Supermarkt so kaufen wollen würde, zum vollen Preis dann teilweise auch noch und so weiter. Aber die kann man dann essen und da muss man keine anderen essen. So, und wenn wir mehr in Anführungszeichen Abfall essen, dann müssen wir weniger Nahrungsmittel wegschmeißen, dann müssen insgesamt weniger Nahrungsmittel produziert werden. Das ist in jeder Hinsicht gut. Ja, das ist erstens ethisch-moralisch gut, das ist zweitens gut fürs Klima, das ist drittens gut für die Artenvielfalt, weil wir weniger Anbaufläche brauchen für Nahrungsmittel, die am Ende weggeschmissen werden. Und gerade bei Fleisch ist das gravierend, weil Fleisch ist schon ein Produkt, wenn das Tier schon tot ist, dann sollte man es doch heute auch wenigstens verwerten. Also das ist, ja, ich esse ja Fleisch bekanntermaßen, aber schon auch nicht völlig ohne drüber nachzudenken. Und da finde ich es dann schon sehr wichtig, dass man auf keinen Fall Fleisch wegschmeißen sollte, weil das dann doch halt eben eine ethisch-moralische Verpflichtung, dann auch möglichst viel von dem Tier zu verwerten, das man jetzt schon vom Leben zum Tode befördert hat, entweder mittelbar oder direkt. Aber dann sollte man es auch wirklich, wirklich, wirklich verwerten. Drum ist Fleisch wegwerfen eine große, große Sünde, meiner Meinung nach. Und drum finde ich das so toll, dass alles, was jetzt auf dem Grill liegt und was ich hier generell habe, komplett nur gerettete Lebensmittel sind, die eben sonst irgendwo in den Müll landen würden. Und das finden wir ganz, ganz großartig, meine Frau und ich. Wir mögen ja beide die Nachhaltigkeit und sie engagiert sich da eben sogar aktiv bei Foodsharing. Ich habe extra gefragt, ob ich das sagen darf. Ich darf das sagen. Und kümmert sich eben darum, dass da der Laden läuft sozusagen und das nicht einschläft. Und wenn mal jemand krank ist und so weiter und so fort. Die Supermärkte, für die ist das ja auch wichtig, dass das dann auch einigermaßen regelmäßig stattfindet, damit sie dann auch damit rechnen können und dann eine gewisse Verlässlichkeit auf beiden Seiten einfach herrscht. Ja? Im Übrigen ist das natürlich toll von den Supermärkten, dass sie ihre Nahrungsmittel nicht einfach wegschmeißen und dann eben den kleines bisschen Zusatzaufwand betreiben, um eben mit Foodsharing zusammenzuarbeiten. Es sind nicht nur Supermärkte, da kommen auch Bäckereien in Frage, theoretisch sogar Fastfood-Ketten. Ja, wer halt Lebensmittel übrig hat, kann da im Grunde Foodsharing-technisch da irgendwie dabei mitmachen. So, im Übrigen möchte ich jetzt mal fast gucken, ob mein Wasser hier irgendwie... Naja, also kaffeeheiß ist es. Kaffeeheiß ist es auf jeden Fall. Ja, wenn es so dampft, dann würde ich behaupten, das geht. Ob wir es so richtig, richtig kochend bekommen, da bräuchten wir wahrscheinlich einen flachen Topf. Als so ein Topf hier. Ne? Das hängt ja dann auch eben einfach mit der Topform, von der Topform ab, so ein Teil. Oh, meine Würste brutzeln, ist aber schön, das ist toll. Und ja,
Also ich würde behaupten, erfolgreich Wasser zumindest so heiß gemacht, dass es für ein Heißgetränk reichen würde. Will man auf dem Ding jetzt Nudeln kochen, also normale rohe Nudeln, das sicher nicht. Da weiß ich nicht, ob das funktionieren würde. Wäre ich jetzt erstmal skeptisch, vorsichtig ausgedrückt. Ne? Aber fürs Wasser heiß machen reicht es auf jeden Fall. Das wollte ich eigentlich im Grunde auch nur wissen. Jetzt habe ich auch mehr Platz. Ich kann da noch ein bisschen ein paar Gemüsesachen draufschmeißen. Bisher auch noch kein Bambus durchgekohlt. Das war ja jetzt so eine andere Vermutung. Halten denn diese Grillstangen hier, die Bambusdinger, halten die denn so gut, dass man da wirklich keine Angst haben muss, dass einem da irgendwann das Grillgut in der Grohle liegt? Scheint zu funktionieren. Ja. Und also wie gesagt, alles was hier drauf ist, gerettete Lebensmittel, nicht mehr super frisch, aber eben noch essbar. Ganz tolle Sache, kann ich nur empfehlen. Also wer sich da mal ein bisschen schlau machen möchte, findet ihr im Internet, wo eure nächsten Verteiler sind. Da muss man natürlich, da ist halt Glückssache, ja, und du kriegst halt das, was es gerade gibt. Du kannst dir halt jetzt nicht wünschen, dass du einen Schnitzel bekommst, dann bekommst du stattdessen Brokkoli, ne? Das kann dann halt passieren. Du musst den Brokkoli dann nicht mitnehmen, aber was du auf keinen Fall machen solltest, wäre jetzt enttäuscht, mecker, mecker, jammer, jammer, ich hätte doch einen Schnitzel gewollt. Ich meine, ich will auch einen Schnitzel. Aber wenn es halt keinen Schnitzel gibt, sondern hier Berner Würstchen im Speck und mit Käsefüllung, dann ist das auch gut. Definitiv, ja. Also manchmal gibt es da wirklich so Highlights, eben wie diese Würstchen. Hab keine Ahnung, was die kosten würden, aber bestimmt 4-5 Euro. So jetzt null. Nix. Ne? Gar nichts. Und wir haben dankenswerterweise, also mal abgesehen davon, dass meine Frau ja sowieso da aktiv mitmacht und wir auf dem Wege dann ein bisschen mehr Zeug rankommen, das ist sozusagen der Lohn für diejenigen, die da aktiv mitmachen, dass sie halt an der Quelle sitzen und sich ein Stück weit auch aussuchen können, was sie jetzt von dem Haufen Nahrungsmittel mit nach Hause nehmen und was sie in den Verteiler packen. Sie packen auch immer was in den Verteiler, also ist schon eine faire Angelegenheit, aber derjenige, der die Arbeit hat, der soll ja auch vielleicht ein bisschen mehr bekommen als diejenigen, die keine Arbeit haben. Finde ich zumindest fair. Wer das nicht fair findet, der muss da ja nicht mitmachen, ganz einfach. Und entsprechend hocken wir ein bisschen an der Quelle und versorgen übrigens auch unser Haus mit. Wir haben ja viele Parteien hier im Haus, wo ich hier gerade am Grillen bin. Da freuen wir uns sehr, dass da auch ein paar Nachbarinnen und Nachbarn Interesse daran haben, gerettete Lebensmittel aufzuessen, bevor sie eigene kaufen müssen. Ja? So viel dazu. Ich wollte einfach mal ein bisschen Werbung für machen. Das ist so eine tolle Sache. Und das sind so Kleinigkeiten. Im Grunde, die tun niemandem weh. Die helfen aber allen und da gibt es überhaupt nichts Negatives dran. So gar nicht. Ne? Du musst natürlich aufpassen, was du futterst, dass du halt am Ende nicht doch noch eine Lebensmittelvergiftung oder sowas bekommst. Aber ja, wenn du da einigermaßen intelligent vorgehst, dran riechen, mal probieren, schmeckt's komisch, dann ist es halt nicht. Und wenn dir im schlimmsten Fall dann halt doch mal was verreckt, und du brauchst natürlich eine große Gefriertruhe, ja, man kann ja auch ganz vieles, gerade Brot. Brot vom Vortag, einfrieren, ist dann noch 3, 4, 5, 6, 7 Wochen problemlos gut. Auftauen, nochmal antoasten und dann schmeckt das auch wieder. Ist überhaupt kein Problem. Ja? Das machen wir jetzt schon seit Wochen, fast schon Monaten auf diesem Wege und das funktioniert wirklich absolut tadellos. Ich bin ja eigentlich ein heikler Esser, aber so langsam überzeugt mich das System wirklich voll und ganz. Ja? Also auch gerade was Frische angeht, bin ich bei allem ein heikler Esser. aber ja, nee, das ist wirklich super. Das ist wirklich toll. Das ist einfach so nachhaltig und gerade auch bei Fleisch, wo man ja eigentlich immer so ein bisschen zumindest bewusst Fleisch verzehren sollte. Ich sage nicht, man muss ein schlechtes Gewissen haben, aber man sollte sich schon darüber bewusst sein, was man da isst. Ist es doch super, dass man das noch aufessen kann, bevor es einfach weggeworfen wird. Das ist doch das Schlimmste, was passieren kann. Gut, ich grill hier mal noch ein bisschen weiter und wir machen einen Schnitt zwischendurch. So, also noch ein paar letzte Worte. Ich bin nämlich soweit durch. Also erstens schmeckt hervorragend, zweitens sehr heiß wird er schon nicht. Also man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Ich würde behaupten, der ist sogar ein bisschen, also mein Exemplar hier zumindest ist deutlich länger als eine Stunde warm, weil der wird jetzt nicht sofort kalt sein. Die Stunde ist nämlich rum und ja, der ist schon noch gut heiß. Also definitiv, irgendwas Einfaches, was nicht so viel Hitze braucht, könnte man jetzt hier noch draufschmeißen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das noch fertig werden würde. Stunde ist also wohl das Mindestversprechen vom Hersteller. Das finde ich auch deutlich fairer, als wenn sie 1,5 Stunden draufschreiben und dann klappt das nicht immer. Von daher tippitoppi. Juristisch
ist ja interessant, wie heiß ist denn das Ding jetzt, ne? Also ich kann den jetzt an den Seiten eigentlich überall kurz mal anfassen. Ja, das ist überhaupt kein Problem. An vielen Stellen, insbesondere in den Ecken, kann ich ihn auch lange anfassen, macht überhaupt nichts. Das ist gar nicht heiß, also leicht warm, mehr aber auch nicht. Das Gestell unten drunter hat wunderbar gehalten. Tischplatte ist ein bisschen warm geworden. Ja? Ein bisschen warm. Also nicht so, dass es irgendwie schlimm wäre, aber ein bisschen warm definitiv. Ne? Also ich kann die Hand noch problemlos drauflegen, auch lange. Das macht gar nichts. Waldbrandgefahr sehe ich als sehr gering an, wenn man mit dem Ding, also jetzt mal unabhängig von juristischen Sachen, ja, ob man es nun darf oder nicht, oder ob es halt eine Grauzone ist, letzteres, ist es ja. Das war noch eine Brotscheibe übrigens. Toast mache ich noch ein bisschen. Ja, also halte ich schon für auf jeden Fall praktisch zu rechtfertigen, dass man mit dem Ding arbeitet. Wenn man da auf Nummer sicher gehen möchte und wirklich schonend mit der Tatsache, dass man was Heißes in den Wald stellt, umgehen will, dann hat man daneben dran noch ein Eimerchen Wasser oder zumindest mindestens mal noch so ein 2-Liter-Beutel Wasser, damit man das zur Not in der Temperatur deutlich reduzieren könnte. Ob das reicht zum Löschen, ist eine andere Frage. Wer mag, kann auch einen kleinen Feuerlöscher vielleicht noch dabei haben, im Fall, dass da was schief geht. Einfach um auf Nummer sicher zu gehen, wenn man dann schon legal im Walde mit heißen Dingen hantieren möchte. Aber offenes Feuer kannst du das beim besten Willen nicht nennen, weil da jetzt wirklich keine einzige Flamme bei rumgekommen ist. Ein paar winzig kleine, wirklich winzig, winzig kleine Zunken. Und zweimal mit dem Feuerzeug anzünden, wie gesagt, wärst du Raucher, wäre das auch in Ordnung. Daher kann man einfach nicht sagen, dass das jetzt verboten sein soll. Zumindest bei der momentanen Rechtslage in Bundesländern, die das Grillen nicht explizit ausgeschlossen haben. Ja, wie gesagt, das kommt immer aufs Bundesland an. Ja, bei extremer Waldbrandgefahr natürlich trotzdem sein lassen, selbstverständlich. Aber zum Beispiel eben im Winterhalbjahr für ein Advents-Wintergrillen oder sowas in die Richtung würde ich behaupten wollen. Also ich würde es mich trauen, ne? Ich würde es mich trauen. Das Risiko, dass du damit einen Waldbrand auslöst, ist im Winterhalbjahr insbesondere nahezu nicht existent. Wenn man sich dann noch einen Tag aussucht, wo es 2 Tage vorher geregnet hat oder noch besser, wo es eben gerade geregnet hat, perfekt. Da muss man sich da wirklich überhaupt keine Sorgen machen, außer dass einem die Füße vom Karton hier einweichen und das Ding dann auf diesem Wege wohl möglich irgendwie ja noch weiter runter, tiefer gelegt wird sozusagen. Die Tatsache, dass es nach unten ein bisschen den Boden warm macht, wäre dann nochmal ganz interessant, eben leicht brennbare Dinge zu entfernen, wenn man das auf dem Waldboden aufstellt, insbesondere trockene Nadelstreu zu entfernen. Aber sobald man da auf dem Mineralboden arbeitet, gibt es da wirklich keinerlei Risiko. Wüsste nicht, was da schief gehen soll. Das Teil kann auch nicht wirklich umkippen. Ich meine, wenn du nicht es absichtlich dagegen kickst mit Schmackes und so weiter, ist das eine ganz, ganz sichere Angelegenheit. Einziger Haken ist natürlich, dass man es nicht spontan ausmachen kann, wie das zum Beispiel mit einem Kocher der Fall ist, also wenn es sofern ein Kocher ist, bei dem das geht. Das ist vielleicht ein Punkt, den man so ein bisschen im Hinterkopf behalten muss und daher wäre, also ganz, ganz verlässliche Anwendung und wirklich ganz vorbildliche Anwendung, ein bisschen Löschwasser da zu haben oder vielleicht noch eine Löschdecke oder einen Haufen Sand, geht ja auch, ne? Dass man sich einfach einen Haufen, wenn man zum Beispiel in der Region ist, wo es halt Sand gibt, dass man sich einfach ein Häufchen Sand nebendran packt und eine Schaufel, dass man das Ding im Prinzip mit Sand zuschaufeln könnte, wenn da mal was schief geht, ist vielleicht besser als Wasser, weil so viel Wasser musst du ja erstmal dahin schleppen, wo du möglicherweise grillen möchtest, das wäre auch noch so eine Option. Ja. Aber einfach, dass man ein bisschen mit dem Kopf dabei ist und mit Sinn und Verstand an die Sache herangeht. Kommt irgendjemand, der Autorität hat im Walde, sprich die Polizei oder der Förster, mehr gibt's nicht heutzutage, zumindest in den meisten Bundesländern, die da was zu melden hätten, dann können die einen natürlich trotzdem noch sagen, dass man das jetzt sein lassen soll und das möglichst gut abschalten und wie auch immer das genau gehen soll und den Wald zu verlassen hat. Das dürfen die trotzdem, das liegt halt in deren ihrem Ermessen. Aber bei einem Bußgeld würde ich jetzt zum Beispiel schon Widerspruch einlegen und das wäre mal ganz interessant, was da juristisch dann bei rumkommt, inwiefern das jetzt halt eben ja, überhaupt bußgeldfähig ist. Weil es ist definitiv kein offenes Feuer. Offenes Feuer benötigt Flamme. Ja, das ist wirklich die Definition. Und das haben wir hier nicht. Also,
Ich wünsche guten Appetit. Ich habe welchen. Die Würste sind jetzt für mich perfekt. Ich mag solche Würste, mag ich richtig gut durch. Also ich weiß, das ist nicht so gesund, aber das esse ich auch nicht jeden Tag, beim besten Willen nicht. Also die sind jetzt für mich wirklich perfekt. Und bedanke mich fürs Reinschauen und esse jetzt hier, während mein Grill irgendwann kalt wird, aber der ist jetzt noch gut warm. Eine Stunde, 10 Minuten brennt er jetzt ungefähr. Also tipptopp, tolles Gerät, wirklich super. Und die Tatsache, dass es halt keinerlei Müll hinterlässt, außer das hier, finde ich echt klasse. Bis zum nächsten Mal, tschüss.